Hallo und herzlich willkommen bei Software Engineering Education. Mein Name ist Georg Hagel und in diesem Video beantworte ich die folgenden Fragen. Welche Metriken gibt es für objektorientierte Programme und welche Aussagen erlauben diese Metriken? Wir sehen uns gleich nach dem Intro wieder. Wenn ihr euch jetzt fragt, was sind Metriken überhaupt oder welche Eigenschaften müssen Metriken erfüllen, dann schaut euch meine Videos zu Metriken hier auf diesem Kanal an. Ich habe euch die Links in der Beschreibung angegeben. Beginnen wir mit der Definition der ersten objektorientierten Metriken. Für eine Klasse können folgende Metriken definiert werden. CV ist die Anzahl der Class Variables. Diese heißen auch Klassenattribute. Mit OV bezeichnen wir die Anzahl der Object Variables oder Objektattribute. NOAA ist dann die Gesamtzahl aller Attribute, also die Summe aus CV und OV. Ist NOAA, also die Anzahl aller Attribute einer Klasse, zu hoch, besitzt die Klasse voraussichtlich zu viele Verantwortlichkeiten. Sie kümmert sich also um zu viele Dinge. Oft kann man die Klasse dann in mehrere Klassen aufteilen. Diese Klassen teilen sich dann die Verantwortlichkeiten. Sie sind dann einfacher zu verstehen und zu warten. Kommen wir zu einem Beispiel zur Bestimmung dieser objektorientierten Metriken. Dazu habe ich ein UML-Klassendiagramm mitgebracht. Es handelt sich nur um eine einzige Klasse, Haustier. Diese Klasse hat die Attribute Anzahl, Farbe und Name sowie die Methoden Fressen und Spielen. Wir wollen die drei Werte CV, OV und NOAA für diese Klasse bestimmen. Stoppt mal bitte das Video und berechnet zunächst selbst CV, OV und NOAA. Wenn man sich daran erinnert, wie statische Attribute in einem UML-Klassendiagramm dargestellt werden, ist es gar nicht so schwer. Klassenattribute werden in Klassendiagrammen unterstrichen dargestellt. In Java und C++ werden sie durch das Schlüsselwort static deklariert. Nun ja, wir sehen genau ein unterstrichenes Attribut, nämlich das Attribut Anzahl. Daher ist CV also 1. Die anderen Attribute sind nicht static. Das sehen wir daran, dass sie nicht unterstrichen sind. Davon gibt es zwei Stück und damit ist OV gleich 2. Mit diesen beiden Werten können wir die Anzahl aller Attribute, also NOAA, bestimmen. NOAA ist also die Summe aus 1 plus 2 gleich 3. Das hätten wir natürlich auch durch Abzählen der Attribute herausbekommen. Da wir hier nur die reine Anzahl der Attribute zählen, aber nicht ihre Komplexität, gibt es weitere Metriken für Klassen. Ich habe hier eine weitere Definition mitgebracht. Sei groß A die Menge der Attribute einer Klasse und groß M die Menge ihrer Methoden. Sei weiterhin nü A von klein a die Komplexität des Attributs klein a und nü M von klein m die Komplexität der Methode klein m. Dann kann man zwei weitere Metriken definieren. Die gewichteten Attribute einer Klasse WAC oder Weighted Attributes per Class bestimmt man durch die Summe der nü A über alle Attribute der Klasse. Die Metrik gewichtete Methoden einer Klasse WMC oder Weighted Methods per Class bestimmt man äquivalent durch die Summe der nü m über alle Methoden der Klasse. Bei diesen beiden Metriken wird also berücksichtigt, dass Attribute oder Methoden unterschiedliche Komplexität und damit unterschiedliches Gewicht haben können. Ist das Gewicht aller Attribute einer Klasse 1, dann entspricht WAC genau NOAA. Ist das Gewicht jeder Methode einer Klasse gleich 1, dann entspricht WMC genau der Anzahl aller Methoden der Klasse. Nehmen wir nochmals unser Beispiel mit der Klasse Haustier her. Die Menge groß A ist in diesem Fall eine Menge bestehend aus den Elementen Anzahl,
Farbe und Name. Für diese Attribute der Klasse müssen wir uns jetzt die Gewichte überlegen. Das Attribut Anzahl ist sicherlich komplexer als die beiden anderen Attribute. Immerhin müssen wir dafür sorgen, dass es um 1 erhöht wird, wenn wir ein neues Objekt der Klasse Haustier erzeugen. Daher vergeben wir mal das Gewicht 2 für dieses Attribut. Die beiden anderen Attribute sollen im Vergleich dazu den Wert 1 erhalten, da sie für das Haustier lediglich gesetzt werden müssen. Wenn die Farbe allerdings nur aus einer bestimmten Menge von vorgegebenen Farben ausgewählt werden darf, wäre auch dieses Attribut mit einem höheren Gewicht zu versehen. Mit diesen Gewichten je Attribut können wir also jetzt WAC bestimmen. Die Mächtigkeit der Menge, also die Mächtigkeit von Groß A, ist 3. Also müssen wir 3 Werte addieren, nämlich gerade unsere 3 Gewichte. Damit erhalten wir für WAC den Wert 2 plus 1 plus 1 gleich 4. Wenden wir uns jetzt den Methoden unserer Klasse zu. Die Menge der Methoden Groß M ist wieder einfach zu erstellen. Sie erhält die beiden Elemente Fressen und Spielen. Allerdings stellt sich nun die Frage, wie wir die Gewichte der Methode bestimmen wollen. Dazu gibt es mehrere Möglichkeiten. Wir können das Gewicht nach dem Umfang der Methode bestimmen. Damit könnte man die Umfangsmetriken PLOG oder S-LOG dazu verwenden. Allerdings haben diese Metriken diverse Schwierigkeiten, wie ich in meinen Videos zu Lines of Code auf diesem Kanal darstelle. Besser ist es, eine der Hallstatt-Metriken zu verwenden, wenn man das Gewicht über den Umfang der Methoden festlegen möchte. Auch zu diesen Metriken gibt es ein Video auf meinem Kanal. Oft wird das Gewicht jedoch über die Komplexität der Methoden bestimmt. Dazu haben wir ebenfalls eine Metrik auf meinem Kanal besprochen, nämlich die zyklomatische Komplexität oder McCabe-Metrik. Nehmen wir einmal an, dass es in der Methode Fressen 2 atomare Bedingungen gibt. Die zyklomatische Komplexität ist also 3. Die Methode Spielen sei mit 3 atomaren Bedingungen programmiert, also einer zyklomatischen Komplexität von 4. Damit ist die Metrik WMC der gewichteten Methoden der Klasse Haustier durch die Summe der beiden Werte, also 3 und 4, bestimmt und hat den Wert 7. Sind die Werte der gewichteten Metriken WAC und WMC zu hoch, muss man davon ausgehen, dass eine Klasse zu komplex ist. Entweder sie benötigt ausgiebige Tests, oder man versucht, die Klasse aufzuteilen und damit die Komplexität zu verringern. Es gibt noch viele weitere objektorientierte Metriken, auf diese will ich aber hier nicht eingehen. Zusammenfassend haben wir in diesem Video 5 verschiedene objektorientierte Metriken gesehen. CV, die Anzahl der Klassenattribute, OV, die Anzahl der Objektattribute einer Klasse, NOA, die Anzahl aller Attribute einer Klasse. Da diese noch nichts über die Komplexität aussagen, haben wir noch die Metriken WAC, die gewichteten Attribute je Klasse, und WMC, die gewichteten Methoden pro Klasse besprochen. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da. Wenn ihr noch Fragen oder Anmerkungen habt, schreibt mir einfach in den Kommentaren. Danke, dass ihr wieder reingeschaut habt. Ich freue mich schon auf das nächste Mal, wenn es wieder heißt, herzlich willkommen bei Software Engineering Education. Bis dann!